Hey ihr Lieben, ich bin's, MacPaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr ein Bild bei GIMP freistellen könnt. So, um jetzt bei GIMP oder GIMP das einmal zu öffnen, markiert ihr das Bild, öffnen mit GIMP, dann wird das gleich entsprechend hier geladen. So, hier haben wir das Bild und jetzt haben wir die Möglichkeit, das freizustellen und zwar mit der intelligenten Schere. Das ist hier dieses Objekt. Wir haben hier auch andere, aber ich würde immer die Schere empfehlen, die ist nämlich wirklich sehr gut. Hier heißt sie magnetische Schere. Ich habe es aber auch schon als intelligente Schere irgendwo gelesen. Ja, und hier brauchen wir jetzt nur wirklich an den Rändern hier entlang fahren. Ich zeige euch das, ja. Die ist so intelligent, die erkennt jetzt die Umrandung zu einem großen Teil wirklich selbst und ja, grenzt das schon richtig gut ab. Ich finde, das macht das Programm richtig gut. Und ja, ihr werdet sehen, selbst bei der grünen Mütze, die sich ja jetzt nicht so gut absetzt wie die restlichen Farben hier, wird das ganz gut erkannt. Ja, einfach hier lang gehen und entsprechend die ganzen Markierungen setzen. Sollte mal ein bisschen was nicht gut markiert worden sein, kann man auch das hier so andrücken nochmal und ein wenig verschieben. Ja, und das machen wir jetzt erstmal hier Reihe rum. So, wenn es hier seht ihr so ein Beispiel, hat er die Mütze nicht ganz mitgenommen, also verziehen wir das ein bisschen und gehen jetzt hier einmal Reihe rum herum. So, am Ende schließen wir den Kreis, drücken in die Mitte rein. Jetzt haben wir das Ganze ausgewählt. Jetzt können wir die Auswahl einmal bearbeiten und kopieren. Jetzt machen wir eine Datei neu und entweder, ja, gehen wir hier, also wir müssen die Größe jetzt auswählen, nimmt er eigentlich automatisch von dem Bild. Wenn nicht, müssen wir natürlich das Bild groß genug wählen, dass es passt. Dann gehen wir erweiterte Einstellungen rein. Hier können wir jetzt eine Hintergrundfarbe auswählen, ja, oder eben, bleibt mal stehen. Ihr macht es transparent und sagt, okay, jetzt öffnet er hier ein neues Bild, jetzt sagt ihr bearbeiten. Einfügen und schon haben wir jetzt hier entsprechend unsere Auswahl vor einem transparenten Hintergrund. So, jetzt können wir mal die Ränder noch ein bisschen anschauen mit dem Vergrößerungsglas, mal hier so lang fahren und wir sehen wirklich, das hat er schon richtig, richtig gut gemacht. Hier an der Ecke sehen wir vielleicht noch so einen kleinen Zipfel, das könnte noch was von der Hecke gewesen sein. Das können wir jetzt noch ein bisschen ausbessern. Dazu müssen wir erstmal diese schwebende Auswahl hier einmal entsprechend zur Ebene hinzufügen. Jetzt ist die Umrandung hier auch weg. Und dann kann man zum Beispiel hier einen Radierer wählen. Wir können hier die Deckkraft auswählen. Wir können hier auch die Größe auswählen. Und mit diesem Radierer können wir jetzt hier vorsichtig am Rand nochmal so lang fahren. Sollte das nicht sauber genug sein, müsst ihr wie gesagt mal an der Deckkraft oder Größe arbeiten. Und dann könnt ihr hier ganz sauber die Umrandung entfernen und das Ganze ist schick. Ja, am Ende müsst ihr das dann nur noch entsprechend exportieren und dann ja, euch einen Pfad aussuchen, wo ihr es hinhaben wollt. Ich nenne es jetzt mal 1.png, speichere das ab und schon ist dann entsprechend das Bild erstellt mit transparentem Hintergrund. Ich hoffe, das Video hilft euch. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.